Okay, Leute. Branch is back. Let's go. Wir probieren den Trade Play. Ich glaube, es ist. Also, es ist wirklich keine Meme-Build. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr stark sein könnte. Jetzt spielen wir natürlich gerade gegen Deli. Die eine ziemliche Fiddle-Edge-Power entwickeln können. Mal gucken, ob das auch dagegen funktioniert. Bin ein bisschen skeptisch, aber wir finden das einfach heraus. Wir sollten unbedingt ein Reopening machen hier auf der Map. Gehen instant auf die Re. Die geben uns extra schön viel Food rein und wir sind dann mit unserem Scout auch ein bisschen flexibler und können mehr Schafe finden oder auch nicht. Mal gucken. So. Können tatsächlich auch direkt das Upgrade holen. Jetzt spielen wir mal ganz wild. Dann braucht man ein bisschen mehr an Gold. Versuchen die Rehe so zu killen, dass sie immer einen schönen kurzen Laufweg haben zur Mühle. Erhöht die Effektivität der Worker immens. Oh shit, hier ist. Ja, das ist keine gute Effektivität. So, auf 4 Gold müssten eigentlich reichen. Das Reh kommt hier gerade nah. Das heißt, wir erschießen das. Immer schön mit zwei Workern das Reh killen. Mit einem Worker braucht man 2 Hits und wenn es angeschossen ist, rennt es weg. Außerdem haben wir jetzt schon ein Wirtschaftsupgrade, das heißt, sobald unsere Handelskammer steht, kriegen wir direkt einen kostenlosen Trader rein. Oh Junge, wir haben so viele Schafe, was geht denn ab? Was ist das denn? Ich glaube, ich träume. Danke, Jungfürst. Das heißt, wir kriegen unseren ersten Trader sehr viel schneller und. Nicht und, aber das heißt, sehr viel schneller heißt jetzt in 15 Sekunden ist der Trader da. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich nice. So. Wichtig ist, es macht wenig Sinn, den, das Landmark jetzt hier hinten in der Ecke zu bauen. Für den optimalen Trade-Winkel. Lieber das Landmark in der Nähe der Base bauen. Kurzer Laufweg für die Worker. Landmark steht, die ersten Trader laufen den kurzen Weg und dann platzieren wir hier hinten einen Markt, damit wir dann den langen Weg nehmen können. Aber es lohnt sich einfach nicht zu dem Spielzeitpunkt 4 Worker zu idlen, bis die hinten sind und da das Landmark bauen. Das ist es nicht wert. Oh, wir haben ein bisschen viel Leute an Gold. Improvisiere jetzt ein bisschen, das ist natürlich jetzt auch erstmal herausfinden, wie das so alles am besten funktioniert. Wir brauchen jetzt sehr viel Holz, weil wir brauchen jetzt natürlich erstmal Produktionsgebäude, weil wir keine Kavallerieschule haben. Wir können, glaube ich, direkt Wheelbarrow andrücken, das ist nicht verkehrt. Aber wir finden sehr viele Schafe, sehr geil. So. Jetzt haben wir hier viele an Holz, das heißt jetzt kriege ich mal die ersten Worker wieder an Food, damit wir gleich auch wirklich produzieren können, wenn dann unsere Gebäude stehen. Überlege gerade noch, ob wir Knight Speerkämpfer oder Knight Archer spielen sollen. Hier ist jetzt schon unser erster Trader da. Franzosen-Trade können wir einstellen, ne? Wir können 20 Gold, ich kann das aber auch auf Nahrung switchen oder Holz switchen. Oder wenn wir das wieder ausmachen, auf Gold belassen.
Das heißt, ihr könnt immer genau die Ressource traden, die ihr gerade braucht. Das macht es auch sehr, sehr stark tatsächlich. Ich denke, wir spielen Ritter Archer. Mal gucken, was er macht. Da kommt der erste Stable. Source and Balancing müssen wir jetzt gerade ein bisschen hinkriegen. Es gab noch ein bisschen nicht so gut. Ja, jetzt haben wir gleich schon drei Trader. Ich denke, wir versuchen auch jetzt schon den Markt hier in die Ecke zu bauen für den besseren Weg. Yo, Craven! Der wichtige 19. Monat, so nämlich. Und Stufe 2 Sub. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Mächtiger Support von Craven hier. Danke, danke, danke. Schönes Wochenende wünsche ich dir, mein Lieber. Ich glaube, ich gehe doch noch auf eine Barracks hier. So, mittlerweile haben wir 4 Trader. Bauen wir jetzt einen Markt hin und den wollen wir jetzt auch direkt ab, damit da nicht die Raids reinkommen. Die Kombination ist halt jetzt ganz nice für die Franzosen, dass wir halt günstige Upgrades haben und das wird auch nochmal gebufft. Die Upgrades sind jetzt nochmal 5% günstiger. Also unsere Upgrades sind 35% günstiger als von anderen Civs. Und für jedes Upgrade, was wir entwickeln, kriegen wir einen Händler, der innerhalb von 15 Sekunden produziert wird. Also das ist schon ganz nice. Lass uns nochmal gucken, was er für eine Army Composition spielt. Wir werden auch versuchen, hier vorne zu wollen. Walls sind sehr effektiv. Okay, er geht auf Sperrkämpfer. Gehen wir mal weiter Archer, um die Sperrkämpfer zu kontern. Da kommen die Gelehrten gerade raus, um auf die Sacred Side zu gehen. So, der Markt steht, das heißt, wir können jetzt einfach unsere Händler auswählen und die auf den Markt schicken. Und dann laufen die nämlich die weite Entfernung. Auf einmal kriegen wir 68 Ressourcen. So, wir bauen jetzt auch mal eine Schmiede. Wir kriegen das erste. Nahkampf-Upgrade ja auch umsonst. Wir brauchen mehr Holz. Wir lassen ihm jetzt erstmal die Sacred Sites. Ich glaube, es ist gerade noch nicht der richtige Moment gekommen, um zu verhalten. Schick meine Worker jetzt vom Gold weg, weil wir haben gerade sehr viel Gold auf der Bank. Und wir haben ja den Trade. Wir haben allerdings jetzt alle Wirtschaftsupgrades entwickelt, die wir im Fuel Age entwickeln können. Außer Pro Scouts, das Upgrade ist mir jetzt aber gerade zu teuer. Das heißt, wir werden nicht mehr als diese Trader jetzt kostenlos bekommen. Wir können aber natürlich über unsere Märkte jetzt weiterhin Händler produzieren. Da gibt es übrigens keinen Discount in der Handelskammer. Das heißt, das ist völlig egal, ob wir jetzt in der Handelskammer oder im normalen Markt produzieren. Okay, er pusht hier. Okay, wir brauchen doch wieder ein paar Worker an Gold. Let's go, der erste Fight. Fokus mit unseren Archern seine Sperrkämpfer. Oh.
Vielen, vielen Dank für den Sub, den ich jetzt nicht sehen konnte, weil er mir im Chat nicht angezeigt wird. I'm sorry. So, sobald hier Sperrkämpfer raus sind, haben unsere Knights freie Bahn. Nice. Brauchen mehr Food. Wichtig ist es, und dass wir möglichst wenig Knights verlieren, weil die sich ja wieder hochhealen. Wir haben sehr viel Holz, das heißt, wir ziehen mal ein paar Worker weg von Holz an Food. Ich baue jetzt die ganze Zeit weiterhin Trader. Das heißt, wir haben jetzt schon 10 Trader. Jetzt fühle ich mich confident genug, die Sacred Sites anzugehen. Weitere Echo-Upgrades nicht vergessen. Schmiede-Upgrades meine ich. Versuche die angeschlagenen Knights nach hinten zu micron. Oh, ich dachte, der killen war. Okay, wir haben die erste Sacred Zeit erledigt. Ah, wir sollten hier nochmal das neu bauen. Damit keine nervigen Raids in meiner Base kommen und unseren Trade angehen. Und jetzt eskaliert unser Trade gleich ziemlich. War noch eine zweite Barracks. Die Kombination ist halt ganz nice, weil wir jetzt relativ schnell Trade aufbauen können, also mit dem Patch. Weil unsere ersten kostenlosen Trader halt schneller sind. Das heißt, wir kriegen einfach früher mehr Ressourcen rein. Und mit den Franzosen haben wir halt einfach ein ganz gutes Middle Age. Militärisch gesehen. Das ist natürlich ideal, wenn wir so eine Echo-Eskalation haben können mit dem Trade und den dann auch noch perfekt beschützen können, dadurch, dass wir einfach starkes Militär haben im Feudal Age. Jetzt hat er nur noch eine Sacred Site als extra Ressource und wir haben einfach den Trade laufen. Oh, wir müssen hier aber nochmal ein bisschen aufpassen, das ist sehr viel Armee. Wird uns jetzt hier oben pushen. Gucken, ob wir die Armee hier wieder rauskriegen. Ich schicke mal einen Knight los und versuche die Sacred Zeit einzunehmen. Vielleicht nochmal zwei Sperrkämpfer dabei. Und hier oben? Doch, er greift hier oben an. Okay. Jetzt gucken, dass wir hier schnell nach oben kommen. So, wir ziehen jetzt unsere Armee zusammen. Wenn wir ein paar Trader verlieren, ist das nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir halt nicht zu viele verlieren. Deswegen ziehe ich die jetzt hier so ein bisschen weg. Sobald die Gefahr gebannt ist, können wir die Trader einfach wieder auf den Markt schicken. Das Einzige, was uns gerade gefährlich werden kann, sind die Sperrkämpfer. Das heißt, immer schön mit den Archern die Sperrkämpfer rausfokussen. Und dann haben unsere Knights freie Bahn. Jetzt schicke ich auch alle Trader wieder los.
Und das war doch ein ganz nices Trade-Game gegen Deli, der Feudal Edge durchgedrückt hat. Also mehr Druck kann man in Feudal Edge kaum auswirken. Maybe geht da was mit dem Franzosen-Trade. GG?